erste ernsthafte Defizite in Kaliningrad. Das Informationsportal NewsBald informierte über erste ernsthafte Defizite in Kaliningrad. Und Leidtragende waren ausgerechnet Mitarbeiter der Kaliningrader Stadtverwaltung. Der Leiter der Abteilung für die Kaliningrader Grünflächen, Dmitri Petrenko, informierte die interessierten Kaliningrader, dass durch den Bürgermeister ein Dokument, welches vermutlich er erarbeitet hatte, bestätigt worden ist. In diesem Dokument wird die Vorgehensweise festgelegt, wie man in Kaliningrad Grundstücke einstufen will, die einer besonderen Aufmerksamkeit, eines besonderen Schutzes bedürfen. Also ähnlich wie der Denkmalschutz wird es auch einen Territorienschutz geben. Um die Grundstücke festzulegen, die eines besonderen Schutzes und der besonderen Aufmerksamkeit der Stadt benötigen, soll eine Arbeitsgruppe geschaffen werden. Um dieses wichtige Vorhaben der Stadtentwicklung anschaulich für die Kaliningrader zu dokumentieren, verwendete der Beamte der Kaliningrader Stadtverwaltung die Königsberger Karte aus dem Jahr 1931. Eine etwas veraltete Variante, denn es gibt auch Stadtkarten aus dem Jahr 1937, wenn auch selten. Noch seltener scheinen aber aktuelle Stadtkarten der Stadt Kaliningrad zu sein. Vielleicht erste Auswirkungen der Coronavirus-Krise im Gebiet. Für deutsche Bürger natürlich erfreulich, auf einer deutschen Karte zu sehen, wo die Stadt besonders zu schützende Gebiete sieht. Aber Deutsche haben wir in Kaliningrad nur wenige. Die Kaliningrader, die sich mehr um das heutige Leben kümmern, können mit der Labiauerstraße oder aktueller der Hermann-Göring-Straße recht wenig anfangen. Aber die Gagarinstraße ist ein Begriff im modernen Kaliningrad. Angesprochen, warum er eine deutsche Karte für die Illustrierung der geplanten Entwicklung Kaliningrads verwendet, kommentierte Herr Petrenko. Das Territorium hat eine Historie und deshalb hat die Verwendung der Vorkriegskarte rein historischen Charakter. Mit dieser Logik müssten alle Kaliningrader Karten abgeschafft werden. Denn die ganze Stadt Kaliningrad hat eine Vorkriegshistorie. Und dann müsste man auch den Bürgermeister wieder mit Herr anreden und nicht mit Gaspardin. Nicht wahr? Und NewsBald erinnerte an die kürzlichen Äußerungen des Kaliningrader Staatsanwaltes, der den Begriff Germanisierung als politischen Begriff bezeichnete. Er als Staatsanwalt arbeite nicht mit politischen Begriffen. Er arbeite mit dem russischen Gesetz. Und er werde dies umsetzen. Einige haben dies schon zu spüren bekommen, allerdings bisher noch kein Beamter.